Willkommen zur dritten Episode. Oh mein Gott, ich bin gerade mal bei der dritten und komme schon mit der Zahl durcheinander. Das kann doch werden. Egal, zur dritten Episode meines Java-Tutorials. Ups, falsches Fenster offen, egal. Also hier ist die normale Lösung für die Hausaufgabe, die ich die letzte Episode aufgegeben habe. Und nur zum Zeigen, dass man Programme auf Tausende von Möglichkeiten schreiben kann und die das Gleiche eigentlich erzielen, habe ich auch noch eine der wohl schlechtesten Lösungen gemacht. Und zwar schreibt es in diesem Fall, also nochmal zum Klarstellen, dieses und dieses Programm schreiben beide exakt das Gleiche in die Konsole. Hier schreibt es ein i, dann schreibt es ein C, dann macht es ein H, dann macht es einen Zeilenumbruch, weil es ja Printline ist. Dann macht es ein B, I, N, dann wieder Zeilenumbruch, C, O, O, L, Ausrufezeichen, Zeilenumbruch. Und hier schreibt es einfach ich, Zeilenumbruch, bin, Zeilenumbruch, cool, Ausrufezeichen, Zeilenumbruch. Ja, wie gesagt, diese Variante hier ist extrem schlecht. Sie sollen nur zeigen, dass man eben viele Möglichkeiten hat, so ein Programm zu schreiben. Gut, dann zeige ich euch jetzt noch etwas anderes. Und zwar kann man innerhalb von so einem Text auch noch spezielle Befehle schreiben, sage ich mal, die dann irgendwas machen. Zum Beispiel ein Backslash n compilen. Mal gucken, was passiert. So, noch etwas größer machen. So, was ist da jetzt genau passiert? Backslash n macht genau das gleiche wie das line bei print. Heißt, es macht einen Zeilenumbruch. Du kannst aber zum Beispiel den auch noch einfach hier reinmachen. Sieht dann zwar e extrem hässlich aus hier, macht es dann einfach den Zeilenumbruch nach dem i. Aber ein Backslash n ist eben nur ein Zeilenumbruch. Mehr passiert da nicht. Und das Printline nochmal, nur zum Wiederholen, macht einen Zeilenumbruch, sobald es fertig ist mit allem, was es hier schreiben soll. Also allem, was innerhalb der Klammern sein soll. Gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten, ja, komplexeren Ding. Nochmal. Also nicht sofort abschalten. Oh mein Gott, das wird komplex. Nein, nein, ich versuche es einfach zu erklären. In jeder Programmiersprache, zumindest jeder, die ich kenne, und ich glaube, das gibt es wirklich in jeder, gibt es sogenannte Variablen. Das sind, sagen wir so, Namen, also nicht wirklich Namen, das sind, ja, was können Variablen aus der Schule? Richtig, sie können verschiedene Werte annehmen. Und genauso ist es beim Programmieren auch. Zum Beispiel gibt es da ein Variablen-Typ, der heißt int, also Integer. Das bedeutet ganze Zahlen und das nennen wir jetzt mal einfach x. Und so haben wir dann ein Integer gemacht, wo x heißt. Dieses x hat jetzt aber noch keinen Wert. Dem können wir einen Wert geben, indem wir einfach hier so x gleich 9 schreiben. Und dann hat x den Wert 9. Oh mein Gott, das ist jetzt vielleicht wieder etwas komplex, aber was können wir damit eigentlich machen? Ich mache hier mal einen Zeilenumbruch und dann schreibe ich hier noch ein Plus und dann X. Ich erkläre gleich, was da passiert. Keine Angst. Und dann schreibt es hier ich, Leerzeichen, ich habe gerade, glaube ich, dazu einen Zeilenumbruch genannt. Nein, das ist ein Leerzeichen. Ich, Leerzeichen 9, weil eben X 9 ist. So. Bei System Out Print, System Out Printline und dann gibt es später auch noch System Out Printf, da komme ich aber wie gesagt später dazu, gibt es verschiedene Sachen, die man reinspeichern kann. Also zum Beispiel Text. Diesen Text macht man immer in Anführungsstriche. Dann, wenn man was anderes machen will, zum Beispiel eine Variable, dann kann man das so machen, plus x, also setzt dann einfach das x genau da dahinter. Ich hoffe, das erklärt, versteht man so ansatzweise. Dann schreibt es einfach ich, Leerzeichen, und dann die 9, weil eben x den Wert 9 hat. Ne? Also, nochmal.
System out print line nimmt den gesamten Inhalt, der hier drin steht, und formt ihn zu einem Text um. Heißt, ich ist ein Text. Das erkennt man daran, dass hier Anführungsstriche sind. Und dann plus, das heißt, da kommt noch was, und zwar der Inhalt von x, wo wir hier oben gerade deklariert haben, nennt man das. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas komplex ausgedrückt, aber ich hoffe mal, dass es so verstanden wurde. Was man jetzt auch noch machen kann, ist noch eine andere Variable, zum Beispiel int y. Und y geben wir den Wert 5. Man kann das auch übrigens noch so schreiben, also entweder int x, dann int y, oder man schreibt einfach int x, y. Das heißt, es macht zwei Variablen, die beide Ganzzahlen, also 1, 2, 3, 0, minus 1 und so weiter, speichern kann. Deklariert das hier an der Stelle, nennt man das nochmal. Hier gibt es jeweils den Wert 9 und 5 jeweils in die Variablen. Und jetzt nehmen wir einfach noch eine Variable, die nennen wir z. Und diese Variable z bekommt den Wert von x und y. X und y. So. Heißt, mit anderen Worten, nochmal, hier werden drei Variablen deklariert, x, y, z. Dann werden in x und in y 9 und 5 eingespeichert. Und dann wird z noch der Wert von den beiden gegeben. Also 9 plus 5 sind 14. Also hat hier x 9, y hat 5 und z hat 14. Das gucken wir jetzt einfach mal nach und schreiben hier jeweils noch dahinter plus y und hier dahinter plus z. So, sehen wir jetzt hier unten. Ich 9 bin 5, cool 14. Gut, das war hoffentlich halbwegs verständlich, wie ich das erklärt habe. Schreibt es mir bitte in den Kommentaren, ich gehe da nochmal näher drauf ein. Also ich kann das auch nochmal in den Kommentaren versuchen zu erklären, falls das hier nicht verstanden wurde, aber ich nehme mal an, dass es das wurde. Hoffentlich. Gut. Noch eine Kleinigkeit beim Programmieren, eine Kleinigkeit. Programme werden immer von oben nach unten, also so ein Programmblock hier, wo hier steht, da steht der Main, haben wir in der zweiten Episode bereits gelernt, wird Main zuerst ausgeführt. Und dann wird dieser Programmblock ausgeführt, und zwar von oben nach unten. Also hier steht dann, werden drei Variablen deklariert. Hier wird x 9 zugewiesen, hier wird y 5 zugewiesen und hier wird z x plus y zugewiesen. Was bedeutet das jetzt genau? Geben wir mal hier oben zum Beispiel z gleich 1 und machen hier direkt drunter. Ja, das hier können wir mal weglöschen, dass er einfach nur z ausspucken soll. Und führen das mal aus. Dann sagt er 1, ich 9 bin 5, cool 14. Das heißt, hier oben gibt er ihm, also gibt er z den Wert 1, dann gibt er den Wert von z wieder, dann gibt er x 9, y 5, z die 2, also mit anderen Worten wird hier z 1 gegeben und hier wird der Wert von z einfach überschrieben und zwar mit 14, weil diese Rechnung eben 14 ergibt, 9 plus 5. Und dann wird hier unten das neue z ausgegeben, weil es von oben nach unten ausgeführt wird. Alles klar. Das gleiche geht mit Rechnungen natürlich auch noch mit Minus. Ausführen ist dann jetzt 4. 9 minus 5 ist 4. Mit Mal. Mal ist beim Programmieren immer so ein Sternchen. Das ist 45. Und es würde dann auch noch geteilt ergeben. Da kommt jetzt etwas Seltsames gleich raus. Und zwar 1, 9 durch 5 ist meines Wissens nach nicht 1, aber woran das liegt, das komme ich in der nächsten Episode noch dazu. Oder einer der nächsten, ich weiß noch nicht genau wann.
Gut, jetzt, das war ziemlich viel Input, glaube ich, für diese Folge. Und zwar beende ich die jetzt. Es gibt noch kurz Hausaufgaben. Und zwar, ihr sollt, was sollt ihr denn machen? Ja, genau, ihr sollt einfach, vier Variablen machen. Die ersten drei sollen irgendeinen Wert von euch bekommen, zum Beispiel 1, 2, 3. Und die vierte soll den Wert von den anderen drei zusammengerechnet bekommen und das soll dann ausgegeben werden. Alles klar? Ich glaube, das schafft ihr. Viel Spaß.